So, herzlich willkommen bei einem kleinen Detail- und Deep-Dive-Videotechnik. Hier geht es vorrangig um das Multimedia-System des neuen Kia Sorento hier bei automativ.de. Wir haben ihn als Testwagen hier auch schon im Review gehabt. Das Review ist eingeblendet. Und jetzt geht es, wie gesagt, um die Technik. Wir beginnen mal hier bei dem Schlüssel. Den sieht man hier. Der hat hier ganz normale Tasten und eine ganz normale Bedienung. Aber das Besondere bei dieser Ausstattungslinie hier, bei der Platinum-Ausstattungslinie, ist hier, dass er remote gesteuert werden kann, etwa aus Parklücken heraus. Und damit stellt man sich einfach neben das Auto, drückt auf einmal schließen nochmal und startet dann mit der oberen Taste des Schlüssels den Motor. Dann springt er an, genau, und mittels der Parksensoren und der ganzen Sensorik und Kameras braucht er auch oder schaut er selber nach der Umgebung, ob da Hindernisse sind oder nicht. So, dann schaltet er das Licht ein, wenn es jetzt hier auch dunkler wird. Jetzt drücke ich einfach auf die Taste nach vorne und lasse ihn so aus der Parklücke ausfahren. Und das passiert ganz automatisch und wie von Geisterhand. Genau. Wenn ich jetzt hier ihn wieder abstellen will, dann schließe ich entweder einmal kurz zu oder mache manuell den Motor aus und stecke den Schlüssel wieder in meine Tasche. So, das ist das Wichtigste jetzt. Er hat natürlich Keyless Go und kann dann auch natürlich ganz normal mit dem Schlüssel in der Tasche geöffnet werden, indem man auf den Knopf drückt. Das ist das Willkommensszenario hier. Da sieht man am Anfang erstmal nichts, außer eine ganz kurze Begrüßung und einen entsprechenden Ton. Ja, ist schön gemacht hier im Interieur. Das sieht man ja hier auch. Das ist wirklich SUV-Charakter mit sehr groben Elementen, grobem Design, aber es ist alles sehr schön gemacht, vor allem in Bezug zu der finanziellen Einpreisung hier, die er hat. Wir haben jetzt hier die Top-Variante Platinum Edition, wie gerade schon gesagt, für 55.000 Euro hier im Komplettpreis und das ist echt schon eine gute Nummer. Gut, aber dazu mehr in dem Video-Review von uns, wo wir alles getestet haben, auch die Assistenzsysteme hier in diesem Fahrzeug. Hier geht es wirklich primär mal rein um das Navigations-Multimedia-System und das virtuelle System hier in der Mitte. Genau, Radio erstmal aus. So, jetzt habe ich die Zündung hier mal angemacht. Jetzt startet auch das virtuelle Tachosystem hier in der Mittelkonsole. Genau, das sehen wir hier. Und wir haben hier ein Display noch in der Mitte. Das kennen wir von Kia, von der Grafik her, von der Funktionalität ebenfalls her. Aber wir kennen es natürlich noch nicht hier in Kombination im Kia Sorento. Erstmal dieses Display hier. Die Grafiken, die kann man einstellen, je nachdem, welchen Sportmodus, welchen Modus, Fahrmodus man hier wählt. Gehe ich etwa auf Smart, Sport, Eco oder Komfort, ändern sich hier auch die verschiedenen Designs der Instrumente hier. Das ist zum Beispiel Eco, das ist dann Sport und das ist Smart. Das ist ganz cool gemacht, denn für jeden Fahrmodus hat man hier eine unterschiedliche Ansicht, Grafik. Genau. So, jetzt kann ich aber auch noch natürlich noch mehr machen. Ich kann hier am Lenkrad natürlich das Display auch bedienen und da kann ich hier mal ein bisschen durchscrollen zwischen den verschiedenen Optionen, die man hier haben. Entweder wir gehen hier auf diese Option der ganz normalen Darstellung Ost, Süd, West, Ost oder wir gehen hier die Fahrzeugparameter durch, was wir hier alles haben und anzeigen können. Da können wir sogar noch weitere Inhalte, wie man hier gesehen hat, auswählen, die wir noch anzeigen. Und dann gehen wir auf den Verbrauch, auf die Informationen hier genau, auf das Aufmerksamkeitslevel und diese ganzen Sachen kann man hier abrufen. Und dann kann man noch die Assistenzsysteme, wenn sie denn aktiv sind, hier sehen mit vorausfahrendem Fahrzeug und welches System gerade aktiv ist. Das ist echt gut gemacht. Das sind nicht wahnsinnig viele Funktionen, aber es sind genau die, die man eben auch braucht, die man hier auch anwählen kann. Genau, wenn ich jetzt auf den Anschalter gedrückt habe zur Smart Cruise Control, so heißt sie bei Kia, bei anderen Herstellern heißt sie Travel Assist oder einfach nur ACC mit Spurhalte, dann kommt diese Fehlermeldung hier, weil natürlich wir haben den Motor nicht an und wir können das natürlich nicht im Stand anmachen. Deswegen sieht man die entsprechenden Grafiken auch hier nicht. Jetzt übrigens mit
steigender Dunkelheit, mit zunehmender Dunkelheit sieht man auch die Ambientebeleuchtung ganz gut und vor allem auch dieses Detail hier, was schön angestrahlt wird. Das erinnert mich so ein bisschen an DS, an die Diamanten, an das Diamantendesign von DS, der Luxusmarke von Citroën. Die hat so ein ähnliches Ambientelicht hier und auch so eine ähnliche Schraffur an der Oberfläche hier von dieser Materialität hier. Das ist echt schön gemacht und ich finde, das passt auch sehr gut zu Kia. Kia als eine Premium- oder sogar schon fast Luxusmarke von Hyundai. Genau, also wenden wir uns jetzt mal an das mittlere System hier. Wir haben ein relativ breites System hier. Es ist 12 Zoll groß, über 12 Zoll groß. Das alleine sagt natürlich aber nichts. Wir haben natürlich auch noch eine Auflösung hier und vor allem dieser Verbund dieser Systeme hier, der ist ja durch diese Linie hier oben gekennzeichnet. Das ist wie so ein Tablet ist, das hier so eingebaut ist. Das haben ja ganz viele Hersteller jetzt mittlerweile. Mercedes hat das alles angefangen. Wenn man natürlich das jetzt im Mercedes anschaut, wie das hier ist, dann ist es im Mercedes natürlich noch hochauflösender, deutlich hochauflösender, klarer und die Grafiken sind ansprechender als hier. Aber das sollte natürlich keinen Abbruch tun, um die Funktionalität, die hier in diesem System ganz gut ist, nochmal näher zu beleuchten. Wenn wir jetzt hier zum einen links oben auf Map gehen, dann sehen wir natürlich die Kartendarstellung, das kennen wir alle schon. Das ist auch nichts Neues von Kia, man kann hier POIs anzeigen und so weiter, das ist auch alles nichts Neues. Gehen wir auf Nav, dann kann man die Navigation eingeben. Hier zum Beispiel die Suche oder nach die Suche nach POI oder meine letzten Ziele oder einfach aus dem Adressbuch herauskopiert. Das geht alles, wenn wir jetzt hier auf Suche gehen. Dann ist das tatsächlich ein bisschen schwierig, weil man muss hier eine komplette Straße und Ort eingeben in einem Zug. Wenn ich jetzt sage, einfach ich möchte in unsere Redaktionsadresse nach Leonberg, dann kann ich Heckenweg einfach eingeben, muss jetzt aber gleich nochmal Leonberg dazu eingeben, also alles voll, weil sonst findet er das nicht. Und das ist mir so oft so gegangen, dass er es einfach nicht findet und jetzt sucht er erst und er sucht erst, nachdem man bestätigt hat zu suchen. Und jetzt kommt es auch. Wenn man jetzt einfach nur Heckenweg eingibt, kommen bestimmt auch alle Heckenwege, die es in Deutschland gibt. Aber es ist mir lieber, wenn ich erst vielleicht Leonberg hier eingeben würde. Erstmal Leonberg und dann schon eine Auswahl kommen würde. So, hier. Aber hier kommt keine Auswahl. In anderen Systemen ist es eben so, dass hier gleich eine Auswahl kommt, wo man eine Liste runterscrollen kann. Jetzt kann ich hier einfach suchen und jetzt kommt erst eine Liste und das geht eben nicht. Da findet er auch nichts mit HE, also da kommen nur komische Sachen. Das ist eben diese Suchfunktion, die könnte man noch verbessern. Die ist bei anderen Marken eine deutlich bessere. Gut, dann gehen wir weiter zu Radio. Wir haben hier die Möglichkeit natürlich auch DAB einzustellen. Das ist gar kein Problem. Auch hier ist die Bedienung wieder eine bisschen schwierige. Wenn man dieses System hier sieht oder wenn man diesen Bildschirm sieht, denkt man, man könnte jetzt hier tippen und Sender auswählen. Kann man auch, aber hier kann man nur Details auswählen. Übrigens, überall kann man natürlich auch diesen Shortcut hier einblenden, der dann von rechts kommt, wo man dann auch noch zusätzliche Navigation sich anschauen kann. Genau, so. Jetzt geht es aber weiter nochmal zu Radio. Und Radio, wenn man hier Sender auswählen möchte, muss man hier oben auf dieses kleine Symbol tippen und dann auf die Liste. Und dann kann man erst die ganze Liste sehen. Das muss man wissen, sonst sucht man sich irgendwann einen Wolf oder sucht man sich am Anfang zumindest einen Wolf. Dann haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, hier Media auszuwählen. Und jetzt hören Sie schon, das ist natürlich eine ganz witzige Sache. Man kann hier Media, kann man Meeresrauschen hier simulieren oder man kann auch einen lebendigen Wald simulieren oder ein Straßencafé simulieren, denn wir haben hier die Bose-Anlage drin in dem Auto und Bose stellt eben diese Sounds noch zur Verfügung. Ich weiß auch nicht, ob das mehr beunruhigt beim Autofahren, ob man jetzt hier einen warmen Kamin, das jetzt hier so brennt oder ein verschneites Dorf hat.
aber es ist jedenfalls möglich, um, naja, allein zu Demonstrationszwecken, wie die Anlage hier ist. Das klingt auch schon ganz gut und so, aber es ist natürlich jetzt nicht der wahnsinnige Hammer. Man kann hier aber auch noch andere Quellen dann einstellen, Medienquellen hier oben, oder man kann auf Audioeinstellungen gehen und diese Soundanlage, diese Bose Soundanlage nochmal weiter optimieren, so wie man es eben möchte, und auch noch andere Lautstärken und Fahranweisungen einstellen. So, jetzt machen wir das aber ganz alles wieder leise und gehen wieder auf ganz normal Radio und das ebenfalls leise. Genau, da drüben ist eine Favoritentaste. Die kann man belegen, wie man die möchte. Ich habe sie jetzt hier nicht belegt. Man kann die mit diesen folgenden Schnittstellen belegen. Das ist ganz cool, dass man eine Taste hat, die, wo man immer sagt, okay, da möchte ich die Taste haben, die mich nach Hause fährt oder ähnliches. Das haben wir dann hier. Dann haben wir noch das ganze Setup. Dann können wir durch das ganze Setup durchgehen, Fahrzeugeinstellungen vornehmen. Und hier ist zum Beispiel wichtig die ganze Fahrerassistenz. Das Auto, das ist mir wichtig und das ist auch mir passiert. Das Auto startet ja laut den neuesten NCAP Crashtest-Vorgaben immer mit dem Lane Assist an. Das heißt, dieser Lane Assist, der ist immer an. Egal, wann man das Auto irgendwie abstellt, nach jedem Neustart ist dieser Lane Assist an. Und um diesen nicht immer sofort ausschalten zu müssen, um hier übers Menü zu gehen, übers Menü gehen zu müssen, gibt es auch einen Shortcut. Wenn man ganz lang auf diese Taste hier drückt, dann schaltet sich der Lane Assist aus und dann ist er deaktiviert. Und das muss man eben nicht immer die ganze Zeit über dieses Kombi-Instrument hier machen und da runtergehen und dann auf Spursicherheit klicken und dann auf Ausgehen, sondern das war schon vorher. Also drücke ich jetzt nochmal lang drauf, dann ist er wieder an. Genau, und jetzt ist er wieder an. Das geht alles über die Lenkradtaste. Das ist ganz gut, dass man das so schnell hier alles erledigen kann. So, dann haben wir hier natürlich noch Sicherheit toter Winkel und die ganzen Assistenzsysteme, die man sonst noch anwählen kann. Fahrgeländemodus haben wir hier auch noch diverse Einstellungen. Dann noch fürs Head-Up-Display haben wir hier auch noch Einstellungen. Man sieht es jetzt hier schlecht, glaube ich, aber man sieht es ein bisschen. Genau, wenn ich jetzt die Scheinwerfer ausmache vorne, dann sieht man es besser. Genau, dann sieht man das System hier besser drin gemacht. Das ist, hat eine kleine 3D-Animation und das gefällt mir wirklich sehr gut, wie die Gestaltung und wie die Schärfe vor allem dieses Systems ist. Und vor allem, es funktioniert ohne Plexiglasscheibe. Genau, auch die Einstellungen, die kann man hier alle machen. Dann natürlich auch die Sitzeinstellungen und die Klimaeinstellungen. Das alles geht dann hier in diesem, unter diesen Tönen. So, dann gibt es natürlich auch die Option weiterzustellen bei den Radiosendern hier rechts drüben. Das hat man gerade nicht gesehen. Entschuldigung, Seek und Track, also nach vorne, nach hinten. Und ja, das war es eigentlich zum groben Funktionsumfang dieses Systems. Das System kann natürlich noch ein paar Sachen mehr, selbstverständlich. Also wischen kann man hier nicht, aber man kann hier zum Beispiel so einen Startbildschirm noch anzeigen lassen, wenn man ganz in Ruhe auch fahren will und das nur so ganz im Hintergrund wie in der Lounge dargestellt haben möchte. Und dann kann man natürlich noch ins... Oh, die Batterie muss ich kurz anmachen, nicht, dass ich nachher nicht mehr wegkomme. Genau, und dann kann man natürlich noch ins Hauptmenü gehen, zum Beispiel auf UVO konfigurieren. UVO sind Online-Dienste, Connect-Dienste, womit man auch noch weitere Einstellungen am Fahrzeug per Handy, per Smartphone vornehmen kann. Das funktioniert hier ebenfalls in diesem Auto. Geräte verbinden, in der Audioverwaltung waren wir schon. In den allgemeinen Einstellungen muss ich jetzt, glaube ich, nicht detailliert durchgehen. Das sind immer dieselben bei Kia, darum sollte es jetzt hier nicht kennen. Oh, eine Sache, stimmt, die hätte ich jetzt fast vergessen, ist die Sprachbedienung, Spracherkennung. Die funktioniert hier nur mäßig. Also entweder ich kenne die genauen Anweisungen nicht, die man hier sprechen muss zur Zieleingabe, oder sie versteht mich immer nur in den seltensten Fällen. Das kann man mal ausprobieren, wenn man hier an der Lenkertaste ganz links oben ist. Genau. Sprechen Sie einen Befehl. Fahren Sie mich nach Braunschweig. Möchten Sie dieses Ziel setzen? Okay, Vorführeffekt. Nein. Sprechen Sie einen Vorführeffekt, das heißt,
Sie hat es jetzt doch verstanden. Jetzt mal noch einen zweiten Befehl hier. Sprechen Sie einen Befehl. Fahre mich nach Stuttgart in die Königstraße. Möchten Sie dieses Ziel setzen? Nein. Sprechen Sie einen Befehl. Okay, also ich nehme alles zurück. Sprachbedienung, Spracherkennung funktioniert in diesem Auto wohl doch sehr gut. Wir hatten davor ein Sorento, da hat es nicht funktioniert, da hat es so in dieser Art nicht funktioniert, aber das ist alles super, das spricht auch für Kia. Deswegen kann man jetzt hier diesen Punkt nicht mehr anführen. Also das funktioniert in Ordnung und genau, man hat es jetzt gerade auch gesehen, dass das alles super passt. Ja genau, jetzt noch zum Schluss noch einmal die Ambientebeleuchtung, die hatte ich auch im Review hier versprochen, dass man die hier ordentlich sieht und dass die auch schön ist. Und sie ist auch schön, das ist auch schön gemacht da hinten, auch mit dem Band. Man fühlt sich auch hier wohl, auf Langstrecken zu fahren mit diesem Fahrzeug. Das passt alles. Auch die Anzeigen und so, wenn man sich mal kurz an die Navigationseingabe gewöhnt hat, dann passt das auch. Und deswegen, ja, alles Weitere dann im offiziellen Review hier zu dem Auto. Das ist verlinkt und da freue ich mich auch drauf, wenn Sie einschalten. Eine Sache, die ich noch vergessen habe, sind die Kameras hier in diesem Fahrzeug. Eines der wichtigsten Sachen eigentlich. Wenn ich hier nach links blinke, dann bekomme ich den toten Winkel angezeigt. Wenn ich nach rechts blinke, bekomme ich den ebenfalls nach hinten angezeigt. Alles sehr, sehr cool gemacht. Auch im Review nochmal ausführlicher bei Tag anzuschauen. Und wir haben natürlich auch hier die Möglichkeit mit dieser Kamerataste hier. Jetzt ist es entsprechend dunkel geworden hier unten. Wenn ich diese Kamerataste bediene, dann kann ich hier tatsächlich eine sehr, sehr gute Rundumsicht haben und auch Kameras separat anschalten und ansteuern. Die Kameraqualität erscheint jetzt natürlich im widrigen Licht, mit widrigen Lichtverhältnissen ein bisschen rauschig und es, klar, rauscht auch, aber bei gutem Licht und auch jetzt sieht man ja einiges und auch bei gutem Licht ist die Kameraqualität schon sehr gut, also das passt ebenfalls. Gut, das soll es aber auch gewesen sein zur kompletten Funktionalität hier des Kia Sorento. Alles Weitere dann im Review. Vielen Dank fürs Zuschauen übrigens und vergessen Sie auch nicht, uns zu abonnieren, damit wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen können.